Liebe Zuschauer des Livestreams, dieses Videos, dieser Predigt, liebe Homa, ich möchte euch alle herzlich begrüßen zu unserer heutigen Predigt. Ich freue mich, dass wir über diesen Weg wieder einmal die Möglichkeit haben, eine Predigt in euer Wohnzimmer, auf euer Tablet, auf euren Computer, auf was auch immer, hinbeamen zu können und dass ihr trotzdem so teilhaben könnt an dem Wort Gottes. Auch hatten wir heute eine Kindergeschichte, an der sich auch die Kinder erfreuen durften. Und wir freuen uns heute sehr, dass wir trotzdem, wie gesagt, miteinander vielleicht über die Ferne, über das Geistliche, ja, diese Gemeinschaft haben dürfen. Der Titel meiner heutigen Predigt lautet Die Schönheit des Festsitzens. Die Schönheit des Festsitzens. Wir haben es ja schon in der Kindergeschichte gehört, es gibt den sogenannten Geduldsfaden. Und jeder von uns hat eine unterschiedliche Dicke des Geduldsfadens und damit müssen wir jetzt auch in Zeiten wie diese klarkommen. Ich weiß nicht wann und wo genau ihr diese Predigt hört, aber das Aufnahmedatum war der 26.03. Das ist deswegen wichtig, weil ich mich auf ein, zwei Dinge passieren würde, die jetzt in unserer Zeit passieren, auch wenn ihr die Predigt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt seht. Wenn mich jemand fragen würde, wann denkst du, wird die Corona-Krise, in der wir uns befinden, vorbei sein? Dann hätte ich eine ganz klare Antwort. Ich glaube, sie wird nie vorbei sein. Ich glaube, das, was gerade passiert, wird uns noch lange, lange in der Zukunft beschäftigen. Wird uns noch lange viel geben, worüber wir nachdenken und wird lange noch, ja, Gegenstand das sein, was uns passiert ist. Wir wissen jetzt noch nicht, was es für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, was es für Auswirkungen auf das gemeinsame Leben. Wir stecken jetzt gerade drin. Und ich denke, dass es nie so wird, wie es früher immer wird. Ich will keine Angst machen, aber einfach sagen, dass wir ein Erlebnis jetzt haben, in der Zeit, in der wir jetzt leben, das so einschneidet, dass es grundsätzlich die Zukunft verändern wird. Ich möchte einen Text vorlesen, der in Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1 bis 11 steht. Da heißt es: Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde. Da man zu beten pflegte, und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war, von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbeten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingingen wollten, bat er sie um Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, der Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurde sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen. Lief umher und trat mit ihnen in den Tempel. Ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen in der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihnen geschehen war, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in den so genannten
in der sogenannten Halle Salomos. Dieser Mann und diese Situation finde ich krass, finde ich faszinierend. Und ich glaube, dass in dieser Geschichte auch mehr steckt, als wir vielleicht jetzt lesen, als wir vielleicht jetzt im Vordergrund sehen. Und eine Sache, die mir auffiel bei dieser Geschichte, die jetzt auch in der Kindergeschichte wieder Halt finden soll, ist die Frage des Festsitzens. Ist die Frage aber auch der Geduld. Ich weiß, dass meine Geduld oft beim Autofahren getestet wird. Ich bin einer, wenn ich Auto fahre, habe ich ein Ziel. Es ist sehr selten, dass ich einfach ins Auto steige und, ja, wie die Amerikaner es vielleicht Joyriden oder Spazierengehen mit dem Auto vielleicht nennen würden, das mache ich seltenst, wenn auch nie. Und wenn ich fahre, dann habe ich meistens ein Ziel. Leider bin ich auch, ich sage es meiner inneren Uhr, meiner inneren Kultur geschuldet, oft spät dran. Und das heißt, dass ich wohin muss. Das heißt, dass ich ein Ziel habe und es ist oft so, dass wenn ich auf dem Weg bin und jemand behindert mich auf meinem Weg, unnötig, da wird der Geduldsfaden schon recht dünn. Man denke vielleicht auch an einen Stau. Vielleicht eine einfachere Situation, weil man sich damit abfinden muss, als wenn jemand einfach vor einem trödelt oder schon bei hellgrün an der Ampel wartet. Und es kann frustrierend werden, wenn man wohin will und es gibt jemanden, der einen blockiert. Es gibt jemanden, der einem im Weg steht, einen, der verhindert, dass man an sein Ziel kommt. Und ich glaube, dass es vielen von uns gerade so geht. Wir sitzen fest zu Hause, wir können minimal raus, wir können nur die wichtigsten Dinge machen, wir können zur Arbeit, wir können einkaufen, wir können zum Arzt, wir können die notwendigsten Dinge. Aber wir können nicht mehr Freunde besuchen wie früher. Wir können nicht mehr die Freizeitaktivitäten tun, wie wir es früher konnten. Ob es ins Kino gehen ist, ob es schwimmen gehen ist, ob es in Vereinen unterwegs sein, das ist nicht mehr möglich. Wir sitzen fest. Und das vielleicht auch mehr als nur körperlich. Das vielleicht nur mehr als physisch, dass wir festsitzen. Ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte entnehmen können, dass es eine Schönheit im Festsitzen geben kann. Und ich möchte jetzt mal den Fokus auf was anderes legen, dass wir darauf ausgerichtet sind, in Bewegung zu bleiben. Dass wir daran ausgerechnet sind, nicht statisch zu sein. Und das können wir um uns überall beobachten. Alles um uns herum, auch in uns, ist in Bewegung. Nichts bleibt statisch stehen. Alle Moleküle, alle Atome bewegen sich in einem gewissen Maße. Unsere Planeten, auch außerhalb unserer Erde, bewegen sich. Selbst das Sprichwort, wer rastet, der rostet, hat dieses Gefühl, diesen Anklang irgendwo mit in sich verpackt. In unserem Körper sehen wir, dass wir uns bewegen müssen, damit es funktioniert. Unser Herz muss bewegen und schlagen, damit es Durchblutung gibt. Unsere Lunge muss pumpen, damit wir Luft reinkriegen. Alles in uns und um uns muss sich bewegen, damit es lebt. Stillstand ist irgendwo auch Rückstand. Gott führt uns und bewegt uns. Es heißt sogar ganz am Anfang der Bibel, dass Gottes Geist bei der Schöpfung auf dem Wasser schwebte. Dieser Geist, der auch nie still ist, dieser Geist, der uns auch erfüllt. Selbst wenn wir Licht wissenschaftlich beobachten, ist es etwas, was sich bewegt. Die Lichtgeschwindigkeit. Selbst in dem Namen Gottes, wenn wir genau anschauen und Gott in die Hälfte schreiben, ist der erste Teil Go. Bewegung. Geh. Gott. Die letzten Worte Jesus waren, geht hinaus in die Welt und machet alle zu Jünger. Wir leben in einer Welt, wo es Bewegung gibt und wir sitzen fest. Ich darf das nicht, ich kann dies nicht, ich sitze fest. Ich weiß nicht, wie sehr dieses Gefühl du hast, dass du festsitzt in dieser Zeit. Aber ich möchte uns nochmal daran erinnern, dass Gott ein Gott der Bewegung ist und uns auch dazu geschaffen hat. Aber wir Menschen haben leider oft diese Neigung, auch von uns aus, wenn wir die Freiheit haben, fest zu sitzen. Wir
merke ich bei mir zum Beispiel, höre immer die gleiche Musik. Mein Radius, sage ich mal, von Musik ist nicht besonders groß. Auch oft nimmt man die gleichen Restaurants, die gleichen Wege, ob es zur Arbeit geht oder zurück. Wir sitzen in vielen Strukturen, in vielen Dingen fest. Vielleicht ein Beispiel, das uns besser sitzt, ist die Gemeinde. Wir gehen immer an unseren Platz. Immer unser Platz. Wir gehen sturstrack, das ist mein Platz, da sitze ich. Und wenn jemand da sitzt, dann gucke ich ihn schief an. Wie ist es zum Beispiel in Beziehungen, in Freundschaften? Kann es sein, dass wir da auch irgendwo festsitzen mit Leuten, die uns nicht gut tun? Es ist interessant, wenn wir aus dieser Perspektive, aus diesem Denken uns die Geschichte von Adam und Eva anschauen, dann ist es praktisch auch da, dass die Leute zur falschen Zeit am falschen Ort festsitzen und die falschen Dinge hören, dass wir praktisch im Sündenfall gelandet sind. Und wenn man das noch ein bisschen weiter denkt, dann ist die höchste Form des Festsitzens ja der Tod. Es geht nicht weiter, weder nach vorne noch nach hinten, weder nach oben noch nach unten. Und das ist der Sündensold. Und das ist der größte Feind des Menschen, der Tod. Das ultimative Festsitzen. Was hat das jetzt mit dieser Geschichte, mit dem, was wir hier sehen in der Apostelgeschichte, nun zu tun? Ich gehe nochmal auf den Text zurück und schaue mir Apostelgeschichte Kapitel 3 an. Da heißt es, Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel. Hier sehen wir zwei Freunde, die schon länger miteinander unterwegs sind. Zwei Freunde, zwei Bekannte, die schon vieles durchgemacht haben, die schon angefangen haben, sich kannten, bevor sie Jesus kannten, die zusammen fischten. Zwei Freunde, die ganz besonders nah auch Jesus waren, die eine intime Beziehung mit ihm hatten, ob es nun die Verklärung auf dem Berg waren oder viele andere Ereignisse, sie gehörten zum innersten Kreis Jesu. Sie haben das Abendmahl zusammen vorbereitet. Sie gingen zusammen als Missionare von Ort zu Ort. Selbst wenn wir in ein Kapitel vorher gehen, Vers 46, sehen wir, dass sie zusammen überall miteinander gingen. Was interessant ist, wenn wir diese Persönlichkeiten genau anschauen, waren sie widersprüchlich. Wenn wir diese zwei Charaktere anschauen, dann sehen wir, dass Petrus, ja, der Impulsive, der Aufgebrachte, der lebendig war, und Johannes vielleicht der Sanftmütigere, den der Herr sehr liebte, der auch die Mutter übergeben wurde, um auf sie aufzupassen. Aber in ihren Gegensätzen hatten sie das gleiche Ziel. In ihren Unterschiedlichkeiten waren sie beide in der Gemeinde. In ihren verschiedenen Arten haben sie beide das Gleiche tun können. Petrus und Johannes aber gingen miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde. Sie gingen, um anzubeten. Sie gingen für das Abendopfer. Jeder, der Daniel jetzt gut und fleißig mitstudiert, wird dieses Wort des Opfers im Tempel viel sagen. Die 9. Stunde, die jüdische Zeitrechnung, beginnt um 6 Uhr in der Früh. Deswegen ist die 9. Stunde um 15 Uhr nachmittags. Da war das zweite Gebet. Das erste Gebet war in der 3. Stunde, also um 9 Uhr. Wenn wir weiterlesen, da heißt es, und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte. Uns wird hier genau beschrieben, dass er nicht seit gestern lahm war, dass es kein Unfall war, dass er lahm war, sondern dass er so geboren ist. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, wird uns auch offenbart, dass dieser Mann 40 Jahre lang schon lahm ist, dass er 40 Jahre alt ist und dass er so auf die Welt kam. Was das, was noch passieren wird mit ihm, noch stärker macht, noch mehr verschärft. Und er wurde getragen. Das ist so ein Detail, worüber wir schnell drüber lesen. Das ist so ein Detail, was wir vielleicht ganz außer Acht setzen. Es ist ein Detail, wo wir keine Menschen sehen. Wenn du diese Geschichte genau liest, dann muss es jemand geben, der ihn von zu Hause, wo er wohnt, wo er schläft, zum Tempel mitträgt. Es ist ein Ort, wo er nicht selber hin kann. Es ist ein Ort, wo mindestens ein Mensch ihn nehmen muss. Und ich stelle mir vor, ist das jetzt sein Bruder? Sind das jetzt seine Freunde?
sind das jetzt vielleicht auch Leute, die angestellt sind, sage ich jetzt mal. Die von dem, was er erwirtschaftet, von dem, was er bekommt, auch ihren Teil bekommen. Wie sieht das aus? Sind das Menschen, die eine Abhängigkeit haben von dem, was er tut? Oder eine Abhängigkeit, die er an sie hat? Nennen wir diese zweimal Max und Moritz. Max und Moritz bringen unseren Lahmen täglich an den Ort, wo er betteln wird, wo er um Almosen bitten wird. Ein Ort, wo er nicht viel machen kann, als einfach die Hand ausstrecken. Und wenn wir weiterlesen, dann wird uns offenbart, dass sie an einem Tor sind, an einer Pforte, die die Schöne genannt wird. Wenn man so ein bisschen seine Hausaufgaben macht als Theologe, als Prediger und so ein bisschen die Bibelbücher aufschlägt und forscht, dann sieht man, dass die anderen Tore meistens erhabener und schön waren und aus Gold waren. Dass dieses Tor aus Bronze gemacht wurde, das aus Korinth kam. Und dieses, ausgerechnet das, was nicht aus Gold war, hieß die Schöne. Vielleicht, weil es sich so absonderte. Weil es vielleicht das war, und da finden wir einen Widerhall in dem, was Petrus und Johannes sagen, dass sie kein Gold und kein Silber haben. Das Tor, die Schöne, war aus Bronze. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Lahme nicht der Einzige war. Dass es hier sicherlich eine Ansammlung gab von verschiedenen, ob es jetzt Blinde waren, die nicht sehen konnten, ob es Lahme waren, die am Boden waren, ob es jetzt Krüppel waren, ob es jetzt was auch immer, Leute, die eingeschränkt waren, die nicht ihren Lebensunterhalt selber finanzieren konnten. Und wie wir das vielleicht auch aus anderen Kulturen kennen, dass Leute vor den Moscheen sitzen und warten, betteln und abhängig sind von den Almosen, von dem Wohlergehen des anderen. Und da bettelte er nun. Und er erwartete Almosen von den Leuten, die an diesem Ort vorbeigingen. In Vers 3 heißt es weiter, als dieser Petrus und Johannes sah, die den Tempel hineingingen wollten, bat er sie um Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach sie uns an. Schau mir in die Augen. Ich will dir jetzt was geben, was Einmaliges, was Einzigartiges und ich will, dass du mich ansiehst. Es geht hier um Augenkontakt, ich will eine Verbindung mit dir. Sieh uns an. Und er denkt sich, dass der jetzt hier ihm was geben wird, Anerkennung will. Dass es nicht einfach ein Geldwerfen fürs gute Gewissen ist, sondern dass er, der jetzt die Almosen geben wird, gesehen werden will. Aber da verbirgt sich viel mehr. Er erwartete etwas von ihnen zu empfangen. Und ich glaube, das, was er erwartet, ist bei langem nicht das, was er bekommen wird. Denn es heißt weiter, da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Ich muss mal kurz hier pausieren. Wir wissen eigentlich aus den Apostelgeschichten, dass die Apostel eigentlich die waren, die für das Geld in der Gemeinde zuständig waren. Sie waren die, die verteilt haben, wer Geld bekommt und wer Geld nicht bekommt. Aber für ihn oder vielleicht an dem Moment hatten sie kein Geld. Oder sie hatten noch was viel Wichtigeres, was viel Bedeutenderes, was viel Schöneres für diesen Lahmen. Und die Frage, die ich mir stelle, wie ist es mit mir? Was habe ich? Wie ist es mit meinem Silber? Wie ist es mit meinem Gold? Wie ist es mit dem, was ich Bedürftigen geben kann und nicht? Ich weiß, als diese Krise losging, habe ich immer wieder Leuten gefragt, die im medizinischen Sektor sind, kann man unterstützen? Ich bin kein Mediziner, ich bin kein ausgebildeter Pfleger, kein Arzt, nichts dergleichen. Seelsorger bin ich. Aber sie brauchen uns nicht vor Ort. Die Dienste und die Arbeit, die ich kann, braucht man nicht in den Krankenhäusern. Die Frage ist, was habe ich und wo wird es gebraucht? Er gibt ihn Jesus. Das Wichtigste und Beste, was man einem Menschen nur geben kann. Er gibt ihm Heilung. Er gibt ihm Wiederherstellung. Er gibt ihm Hoffnung. Ich muss wieder an die Worte
an meine Mutter denken, die sagte, wenn du Jesus hast, mein Sohn, dann hast du alles, was du brauchst. Wenn du wirklich in ihm bist, ihn liebst und ihn zu deinem Herrn machst und er über dein Leben regiert, dann muss ich mir keine Sorgen machen um alles andere. Dann weiß ich, dass du sicher bist. Und das ist auch irgendwo, was sie ihm hier geben, zusätzlich zu der Heilung. Und das heißt hier, es kommt so, als ob es einfach ein ausgesprochenes Wort ist und er griff ihn an der rechten Hand, nachdem er das ausgesprochen hat und richtete ihn auf. Wahnsinn. Einfach so. Und ich versuche mir das vorzustellen, ich versuche mich jetzt mal in diesen hinein zu versetzen, in diesen Menschen, der den ganzen Tag bettelt, der 40 Jahre schon auf dem Boden ist. Und ich versuche mich jetzt mal hinein zu versetzen, wie es für ihn wohl ging. Wir erzählen diese Geschichten und tun so, als ob es sehr weit war, aber jeden Tag bettelt er, demütig, ohne die Leute anzuschauen, um seinen Lebensunterhalt. Wie macht das mit dem Essen? Wie macht das mit dem Klo gehen? Was für ein Schicksal, was für ein Leben. Aber Petrus und Paulus haben ihm was anzubieten, was darüber hinausgeht. Jesus, der herrscht über Körper und über den Geist. Und er saß fest, jeden Tag. Er konnte nicht anders, bis Petrus und Paulus kamen. Er konnte nicht in den Tempel reingehen. Er konnte nur sehen, wie die Leute raus und reingingen. Er saß fest, physisch, aber auch geistig. Und ich glaube, das ist hier auch ein Bild für das, wo wir manchmal sitzen. Wir sitzen manchmal auch fest, nicht nur physisch, sondern auch geistig. Und ich möchte das differenzieren. Das heißt nicht immer, dass ein Festsitzen falsch ist. Es heißt nicht immer, dass wir keine Ruhe brauchen. Es heißt nicht, dass wir keine Erholung oder Pause brauchen. Es heißt nicht, dass wir mal entschleunigen. Dass es nicht heißt, dass wir mal nachdenken, wo stehen wir. Und da wird die Sichtbarkeit der Schönheit des Festsitzens deutlich. In dem Leben, in das wir jetzt leben, es wird entschleunigt. Für viele von uns, nicht für alle. Für die ganzen Pfleger, für die Leute, die im Lebensmittelunternehmen sind, wird das Leben viel schneller. Aber von vielen von uns entschleunigt sich das Leben. Und wir sitzen fest. Und wir müssen uns Gedanken machen, wo stehen wir? Kommen wir in den Tempel? Kommen wir nicht in den Tempel? Kommen wir zu Gott? Kommen wir nicht zu Gott? Genau das macht die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Egal, ob sie herbeigeführt wird, egal, ob sie geschaffen wurde oder ob sie einfach gekommen ist, sie ist da. Wir müssen auf vieles verzichten. Aber das ist nicht immer schlecht. Man stelle sich vor, man fastet. Verzicht ist nicht immer schlecht. Das beste Beispiel ist Fasten. Die von euch wissen, die Fasten wissen, dass man sich danach regeneriert fühlt. Man merkt, wenn man sich nicht regeneriert fühlt, wie lecker das Essen doch wieder schmeckt, wenn man wieder essen darf. Nach dem Verzicht. Was interessant ist, was ich auch merke, ist, dass diese Distanz, die physische Distanz, auch irgendwo Nähe schaffen kann. Wer ist mir wichtig? Bei wem melde ich mich? Mit wem kommuniziere ich? Und ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kumpel, mit dem ich sehr selten rede. Wir treffen uns immer eher. Und wir hatten ein schönes Telefonat. Einfach durch die Situation, in die wir befinden. Er arbeitet in der Gastronomie und hat einfach Zeit. Distanz, die Nähe schafft. Auch eine schöne Geschichte. Ich weiß noch, meine Vermieterin, ich habe was von ihr gebraucht für die Steuererklärung. Wir haben öfters hin und her telefoniert und dadurch auch ins Gespräch gekommen über die Corona-Krise. Und sonst ist es immer nur Business, Business, Business. Das muss geklärt werden, das muss abgesprochen werden. Und wir haben das erste Mal wirklich tatsächlich persönlich wirklich reden können. Über das, wie es geht, über das, was man denkt, über Ängste, über Fürchte. Distanz, die vielleicht auch Nähe schafft. Wo siehst du vielleicht bei dir
die Schönheit des Festsitzens. Was ich auch interessant finde, ein Gedanke, den ich in einem Artikel gelesen habe, war, dass zurzeit das Wichtigste unser Verhalten ist und nicht die Politik oder die Technologie. Wir schaffen es nicht übermorgen, ein Heilungsmittel für Corona zu finden. Wir schaffen es nicht übermorgen, alle Probleme der Welt durch Technologie, durch Nanotechnologie oder was auch immer zu finden. Die Politik kann uns nur Leitlinien geben, aber am Ende des Tages ist unser Verhalten Ausgangspunkt für das, wie diese Krise überwunden wird. Für das, wo wir jetzt drin stecken, wie das überwunden wird. Hamstern wir? Denken wir nur an uns? Isolieren wir uns? Oder sehen wir diese Zeit als eine Chance? Der Ausgang, wie das Ganze weitergehen wird, liegt in ganz vielen Teilen auch in unseren Händen. Und ich komme wieder zu dieser Frage, wo sitzt du vielleicht in deinem Leben fest? Wo kommst du vielleicht nicht voran und wo willst du weiterkommen? Aber merkst, du steckst fest. Wo gibt es Dinge, wo du sagst, in deinem Leben, ich stecke da fest? Und ich habe jetzt durch die Corona-Zeit, durch diese Krise, die Zeit, darüber nachzudenken. Gibt es eine Freundschaft, Freunde, Beziehungen, wo du merkst, man sitzt fest, man kommt nicht voran? Gibt es vielleicht eine berufliche Perspektive, wo du merkst, du kommst nicht voran? Gibt es vielleicht eine Denkweise, eine Ansicht, wo du merkst, du sitzt fest? Es behindert dich. Oder gibt es vielleicht Gewohnheiten, die dich einschränken, nicht weiterzukommen? Und jetzt wieder auf Max und Moritz, die wir in der Geschichte kennengelernt haben, zurückzukommen. Wer ist es vielleicht in deinem Leben, der dich festhält, von dem du abhängig bist? Wer sind vielleicht die Petrus und Johannes in deinem Leben, die dich heilen wollen, die dir helfen wollen, die dich näher zu Gott bringen, die dir zeigen, wie er wirklich ist? Wer sind die in deinem Leben? Wer sind die du vielleicht nicht in die Augen schaust, die du vielleicht nicht die angemessene Aufmerksamkeit gibst? Du wurdest nicht geschaffen, um festzusitzen. Du wurdest nicht geschaffen, um festzusitzen. Aber es gibt in der momentanen Festsitzen eine Schönheit, um zu erkennen, wo stehe ich. Und ich hoffe und ich bete, und was ich auch beobachte, ist bei ganz vielen Leuten, dass sie sich mit der Frage, kommt Jesus wieder, ganz viel auseinandersetzen. Sich diese Frage immer wieder stellen. Ist das ein Zeichen? Gehört das zu den Plagen? Was passiert in unserer Welt und warum passiert das? Und Glaubensfragen auf einmal wieder ganz, ganz ernst werden. Das macht mir Freude. Auch wenn es leider unter diesen Umständen geschehen muss. Wir sind in faszinierenden Zeiten. Und ich frage mich und ich frage dich, hat Gott in diesen spannenden Zeiten deine Aufmerksamkeit? Wenn nicht, wer oder was sonst? Und ich meine hier eine Aufmerksamkeit, die auf die Suche geht nach Jesus und nach dem, was in der Zeit, in der wir jetzt leben, passiert. Nach dem, wer wir sind und was unser Auftrag und unsere Gaben sind. Und ich rede von etwas, was über das hinausgeht, was morgen und übermorgen passiert. Und ich rede über etwas, was über mein Sabbatherz, über mein Andachtsleben hinausgeht, sondern ich rede, dass Gott wirklich in unserem Herzen ist. Dass wir uns bewusst werden, in welchen Zeiten wir leben. Und dass er bald wiederkommt. Und dass wir uns die Frage stellen, wo sitzen wir fest und wie lange? Ich gebe euch diese Frage noch mit auf eurer Reise und wünsche euch Gottes Segen. Amen.